So, wir sind sicher nicht die beiden, auf die ihr gewartet habt. Die kommen nämlich gleich, die stehen schon bereit. Wir kündigen sie nur an. Und ja, jetzt freuen wir uns und sind sehr, sehr gespannt auf den ersten Live-Podcast, eine Weltpremiere von Wir reden die Welt. Bitte einen ganz, ganz großen Applaus. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist gar nicht unsere gewohnte Umgebung. Ja, das ist hier ein Studio mitten in Seoul. Also wir haben uns eingemietet, deswegen sieht es hier anders aus als üblich. Direkt aus Seoul. Erster Live-Podcast. Ever. Ever. Live aus der St. Peter-Kirche in Frankfurt. Bist du nervös eigentlich? Erster Live-Podcast. Schon ja, ein bisschen aufregend, oder? Ja. Also weil... Erster. Ey, das ist schon ein bisschen... exciting? It is. Alles klar, also bis gleich. Yo, wir kommen jetzt zu euch. Sowas. So, ey. Ja. Ey. Herzlich willkommen, ja, zu unserem ersten Live-Podcast. Digga, mir geht voll die Muffe. Ja. Ich bin auch so ein bisschen nervös. Ja, bist du? Total. So ein aber merkt man mir nicht an, oder? Ich habe das schon sehr lange nicht mehr in der Folge gemacht, aber wenn ihr Lust habt, mit mir runter zu counten, dann machen wir das jetzt. Denn wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1, Unif! Okay, ey, das ist ganz schön weird jetzt, gell? Das ist weird, oder? Ja, alles gut. Alles gut, okay. Alles gut. Alles klar. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen warm reden. Wie geht's dir? Ich muss pipi. Ja, alles gut. Wie geht's dir? Ja, wie immer, eigentlich müde, aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen mit Adrenalin gepumpt. Ja. Wir haben ja erst unsere Korea-Reise hinter uns gebracht. Ja. Vorgestern gelandet. Ja. Also, ja, Jetlag kickt, ja genau. Ja. Habt ihr eigentlich alle mitgekriegt, dass wir in Korea waren? Ey, das war ganz schön krass da, gell? Wir hatten ein verdammt krasses Programm, ehrlich gesagt. Ja. Also wir haben wirklich sau viel gemacht, sehr viel erlebt, sehr viele Menschen kennengelernt. Ja. Super straffes Programm. Also wir waren uns schon sicher, dass es sehr, 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 sehr hart sein wird. Das war wirklich hart. Und es hat sich auch bewahrheitet. Vor allem, der Jong war ja auch zwischenzeitlich ein bisschen krank. Genau. Aber richtiger Krieger. Hat durchgezogen trotzdem. Ey, das war krass, weil wir sind in Incheon am Flughafen gelandet und wir wurden richtig Paparazzi-mäßig direkt abgelichtet, gell? Ja. Das war wirklich krass, weil wir kamen so an und dann war da so ein Kyopo, ja? Der hat da seine Mutter abgeholt, hat uns so gesehen und hat so von uns ein Foto gemacht und das in so einer Gruppe geteilt und dieser Typ, der das dann dort in der Gruppe gesehen hat, hat es dann ihm geschickt, eine andere Person hat es dann mir geschickt und wir fanden es total weird, dass wir in Korea erkannt worden sind eigentlich. Ja. Nicht nur, dass wir in Korea dort am Flughafen erkannt worden sind, ja. Ich war ja dann auch beim Arzt, ich hing so für eine Stunde am Tropf, weil es ging mir richtig schlechter. Ey, und dann beim Arzt, ne? Ja, selbst beim Arzt wurden wir angesprochen. Ja, ja genau, selbst beim Arzt wollte dann eine deutsche junge Frau mit uns ein Selfie. Ja. Ja.
Interessant auf jeden Fall. Es wird immer so. Aber es war nicht das einzige Mal, wo wir erkannt worden sind. Ja, dann waren wir noch im Restaurant. Dann waren wir Banpo Bridge. Ja, genau, das war auch witzig. Da hat sich eine Dame neben uns gestellt, hat gesagt, na, ihr auch hier? Ja, das war absolut. Also wirklich total, total coole Erfahrung auf jeden Fall. Das war total krass, ja. Und wir haben sehr viel Footage aufgenommen, also das wird in naher Zukunft alles dann gelauncht. Genau, wir haben auf jeden Fall vieles vor, da kommen jetzt ein paar Vlog-Sachen-Geschichten von uns raus. Ne? Ja. Ihr könnt, also wir haben wirklich alles dokumentiert in diesen 2 Wochen, wenn ihr irgendwann nach Korea fliegt, ne? Ihr könnt die Wir reden die Welt-Tour machen, wir haben wirklich alles dokumentiert, ihr könnt da richtig chronologisch hinreisen und ihr habt eure 7 Tage oder bis 10 Tage auf jeden Fall voll. Soll ich dir mal den Wahnsinn erzählen? Erzähl. Es gibt, du kannst, ey, das ist jetzt wirklich nicht gelogen, es gibt eine neue Airline, die nach Korea fliegt, die heißt T-Way. Genau, genau. Ja. Und ich habe letztens gesehen, ey, du kannst für 380 Euro kannst du nach Korea fliegen. Was? Ja. Krass, oder? Ja, ey. Ach so, aber Moment, das ist so eine Low-Cost-Carrier. Ja, ja, genau, ne? So eine Billig-Airline auf jeden Fall. Also es gibt kein Entertainment, darauf müsst ihr euch dann einstellen. Und es gibt wahrscheinlich auch kein Essen 10 Stunden lang und die müssen in so einer Sardinenbüchse fliegen, ne? Und, ja, genau. Es gibt auch keine Sitze. Ne? Ihr müsst so stehen mit so Handgriffen oben. Ja, auf jeden Fall ist das eine krasse Neuigkeit, fand ich. Für 380 Euro nach Korea zu reisen, ja. Da, also ich glaube, ne? Ich glaube, hier der ganze Raum ist nächsten Monat in Korea. Der. Und macht die Wir reden die Welttour. Ja. Ja, versprich nicht so viel. Am Ende ist die Scheiße. Ja. Ja, genau. Ja. Nee, und auf jeden Fall, ja, wir haben in Korea, das gibt es vielleicht auch so einen kleinen Teaser. Ja. Wir haben wirklich interessante Gäste gehabt zum Podcast und wir werden Specials haben. Das heißt, wir haben nicht deutschsprachige Gäste gehabt. Da haben wir die eben dann auf Englisch gemacht. Und das heißt, die werden aber nicht als reguläre Montagsfolge rauskommen wahrscheinlich. Ne? Hängt davon ab, was ihr sagt. Ja. Ja. Okay, also die sagen nichts. Nee, also wir, genau, wahrscheinlich machen wir das als Special. Also nicht so als Montagsfolge, weil wir das eben dann auf Englisch gemacht haben. Aber das waren wirklich interessante Charaktere. Total. Deswegen haben wir die gerne mitnehmen wollen. Und ja. Das, also ich bin total gespannt, wie das ankommen wird. Auch ja, bei euch, voll krass. Ja. Ja. Und weil wir ja auch da waren, wir haben tatsächlich, in Korea gibt es eine deutsche Schule, da kannst du von der, vom Kindergarten, glaube ich, gell? Ja. Bis zur Oberstufe kannst du dort zur Schule gehen, zur Deutschschule und Deutschunterricht quasi kriegen und wir haben den Schulleiter dort getroffen oder den stellvertretenden Schulleiter, der hat uns tatsächlich eingeladen, dort zu sein. Er hat uns im Restaurant erkannt. Ja, genau. Genau, der hat uns im Restaurant erkannt, kam zu, ey, der saß dann so, ne? Der kam so zu uns, wirklich, kein Scherz. Wir sitzen im Restaurant, nichts ahnend, und dann kommt da plötzlich eine Familie rein. Der Mann steht plötzlich auf, setzt sich zu uns und sagt so, ey, ich bin der stellvertretende Schulleiter der deutschen Schule und so weiter. Und saß tatsächlich dann und nachdem er dann gesessen hat, hat er erst gefragt, ob er sich hinsetzen darf. Schöne Grüße, Danny. Ja. Genau. Und der hat uns dann aber tatsächlich in die deutsche Schule gebracht und wir konnten da so ein bisschen, auch ein bisschen mit den Kids reden und so. Ja, das ist auch dokumentiert, das wird dann auch gelauncht werden, also genau. Und der Wahnsinn ist eigentlich, dass das dann die deutsche Botschaft spitze gekriegt hat. Ja, auch, ja. Ja, und dann hat sich der Presseattaché von der deutschen Botschaft bei uns gemeldet, ob wir nicht Lust hätten, ein Interview zu machen mit ihm. Haben wir gesagt, ja, geht, aber dann musst du in die deutsche Schule kommen, weil wir haben keine Zeit. Also, das war total... So total abgehoben sind wir schon. Ja. Fällt dir noch irgendwas Geiles ein, was in Korea eigentlich passiert ist? Ja, wir haben halt gegessen und gefressen wie Sau. Ja, gell? Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen. Also, ich habe über 3 Kilo zugenommen. Weißt du, ja, Dito. Die? Ja? Dito, ja, auf jeden Fall. Sie ist über 3 Kilo zugenommen. Ja. Trotzdem haben wir eine gute Zeit gehabt, total. Obwohl es sehr, 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 sehr anstrengend war. Ey, es war so anstrengend, wirklich. Aber wir werden es wiederholen. Aber ein Learning haben wir gemacht. Wir werden es nicht mehr so straff gestalten. Nee, auf gar keinen Fall. Und vielleicht auch ein bisschen länger, ey, diesmal. Länger? Ja. Oder? Ich glaube, länger... Ey, wir waren 2 Wochen da. Das ist zu kurz, Mann. Ja, das ist schon kurz. Aber ich glaube, wenn wir länger bleiben, machen wir auch mehr. Okay, aber dann sind wir länger da. Ja, aber wir machen dann mehr. Ist doch cool.
Nein, aber das, nee, weil wir haben wirklich, wir haben jeden Tag genutzt und waren nur unterwegs, bis spät immer. Ne? Dann haben wir unsere freie Zeit damit genutzt, uns wieder mit Freunden zu treffen. Also es war auch wieder keine Ruhezeit. Also nee. Es war wirklich jeden Tag, das war der Tag. Habt ihr Bock auf ein bisschen Korea-Talk? Wer war von euch schon mal in Korea? Ey, so viele, so okay. viele, ey. Krass. Die meisten hier. Da sehe ich doch eine Meldung. Ist das eine Meldung? Wie lange macht ihr schon Podcast? Wir machen den Podcast seit Mitte Dezember letzten Jahres. Also, 10 Monate ungefähr. Genau. Also wir sind totale Anfänger. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mehr Fragen stellen. Aber ansonsten quatschen wir weiter, weil wir sind so Labertaschen einfach. Ja? Und wir labern einfach ohne Ende weiter. Was ist noch passiert? Wir waren in Busan. Ja. Eigentlich wollten wir in Busan länger bleiben. Haben so ein bisschen Footage gemacht und dann ist, da waren wir ja schon. Dann hat die Krankheit beim Jong komplett durchgeschlagen. Ja. Und ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich war gar nicht so unglücklich darüber. Ey, der war genauso erschöpft. Guck mal, der hat seine Augenringe hatten Augenringe. So müsst ihr euch das vorstellen, ja? Ja. Und genau. Nee, aber es war sowieso ein bisschen unglücklich, weil es hat voll geregnet. Ja, das Wetter war schlecht. Wir sind angekommen, es hat geregnet. Wir waren total übermüdet. Er hat die ganze Zeit gehustet. Ja. Und irgendwann war wirklich die Luft raus. Und dann haben wir wir wollten ja eigentlich eine Nacht dort bleiben. Und dann haben wir gesagt, nee, stornieren, neues Ticket. Am selben Tag sind wir wieder zurückgefahren. Aber, ja. Aber soll ich dir sagen, den wahren Grund, warum du eigentlich erschöpft warst und wieder zurück wolltest? Erzähl. Pass auf, in Busan gibt es eine Cable Car. Ja, da sind wir eingestiegen und sind dann richtig in love, ne, sind wir dann so den Cable Car hochgelaufen, waren so, was so richtig Bromance war das, weißt du? Da sind wir so hoch, ne, und wir kamen da so oben an, es hat geregnet wie in Strömen, haben uns kurz hingesetzt, haben was gegessen. Ja. Dann habe ich schon gesagt, so, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Aber dann sind wir so kurz losgelaufen. Auf dem halben Weg bin ich wieder zurück und er ist wirklich nochmal eine halbe Stunde da durch den Matsch hoch auf den Berg gewandert, kam dann zurück und sagte, ich weiß nicht warum, aber ich bin total erschöpft. Das war aber, ey, der Weg war unglaublich. Der war so unfassbar hart. Weil eigentlich, das war ja so eine Felseninsel, ne? So ja. mehr oder weniger. Und das ging wirklich hoch, 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 runter, 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 hoch, hoch, hoch. Ja. Ich habe geschwitzt. Ja. Also ich war komplett nass, nicht vom Regen, sondern vom Schweiß. Ey, das war so anstrengend. Guck mal, wir sind mit einer Kamera rumgelaufen so, ne? Und ich habe ihm dann, weil ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück, mir geht's richtig dreckig, ich habe ihm eine Kamera in die Hand gedrückt, gemeint, film mal bitte, ne? Und ich habe mir im Nachhinein das Footage angesehen und er sitzt da so voll verschwitzt und läuft, ist total erschöpft und dann sagt er in die Kamera, ja, jetzt bin ich schon 30 Minuten gelaufen, aufgeben ist nicht. Ja, das waren insgesamt anderthalb Stunden genau. One Way. Das war so anstrengend, wirklich. Ich weiß. Und ich hab's wirklich, ich hab's bereut. Ja, und ich war glücklich, dass ich nicht gemacht habe. Ich bin noch, ja, weil ich hätte, glaube ich, tragen müssen am Ende des Tages. Ja. Was war noch? Guck mal, es gibt so eine Sache, wo ich, das war so ein Running Gag, während wir in Korea waren, ne? Ja. Boah, jetzt muss ich kurz mal in die Zuschauer gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. So, pass auf. Der Running Gag war, es gibt Frauen in Korea einer gewissen Generation. Ja. Ne? Ja. Und zwar, die haben so ein bisschen kürzere Haare und diese kürzen Haare sind gelockt. Ja? Ja. Und da habe ich doch immer zu dir gesagt, wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren oder wenn wir auf dem Bürgersteig waren, habe ich gesagt, ey, Achtung, das ist die Generation, die Ellbogen verteilt, wenn du nicht schnell genug aus dem Weg springst. Ne? Und wir haben ja diese Erfahrung dann auch gemacht. Ey, tausendfach, wirklich. Ja, also so wie so nichts ahnt an in der Metro festhalten. Leer, die Bahn ist leer. Und dann kommen so eine Horde von denen an uns vorbei. Und eigentlich ist der Weg breit genug, aber wir kriegen einfach ein Ding nach dem anderen von jeder Einzelnen. Also entweder ist es die Ellenbogen oder es ist die Handtasche, die du dann in die Seite reinkriegst, genau. Ja, ja. Und dann, das war dann immer so, Achtung, 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 da kommen sie wieder. Genau. Und wie kommt das, ne? Weil normalerweise ist ja so, eigentlich in Korea so relativ respektvoll, so dieses Miteinander. Also im Sinne von, eigentlich läuft man ja nicht
konfrontativ aufeinander zu, sag ich mal. Ja, ja, aber du darfst nicht vergessen, diese Sorte Frau mit diesen kurzen, gelockten Haaren. Das ist die Ende der Nahrungskette. Das geht ja nicht drüber hinaus, Alter. Die haben sich das verdient. Ja, ne? Genau. Ja, durch genau ihr Leben. Aber das, ich fand das so interessant, weil selbst, ich würde sagen, auch Männer in diesem Alter, die haben so ein bisschen Angst gehabt, wenn die gekommen sind. Die wussten so, oh, okay, dann sind die auch so direkt wohlwissend zur Seite gegangen. Ja? Das war jetzt, also jetzt ohne Witz, diesmal war das nicht so, ne? Aber ich habe auch die Male davor, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, da habe ich mal erlebt, dass die Bahn war relativ voll, ja, halb voll, und dann ist an der einen Station steigen ja dann Leute aus. Und das heißt, Sitze werden frei. Und dann fliegt auch manchmal mal so eine Handtasche an mir vorbei auf diesen Sitz, nach dem Motto, der Sitz ist mir. Und wenn du dann zurückguckst, von wem quasi die Handtasche kommt, ist das eine kleine Frau mit gelockten Haaren, mit kurzen gelockten Haaren. Meistens, genau. Das ist schlimmer als Mallorca. Ja. Genau. Wir haben da, glaube ich, eine Frage, genau. Ja, ich habe eine thematische Frage. Und zwar, ihr habt jetzt so ein bisschen, ihr habt die Gruppe zwar beschrieben, aber ihr habt doch bestimmt einen Spitznamen dafür gehabt, oder? Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Oh, soll ich sagen? Ja, mach raus, hau raus. Ey, FSK 18 jetzt, ne? Ja, ja. Ich habe sie die Trolle genannt. Achtung, die Trolle. Ja, genau. Die Trollgruppe kommt. Aber das ist einfach, es ist eine bestimmte Kategorie. Ja, Menschen, also ja? In Korea sind sie bekannt als die Ajummas. Genau. Ja, wobei, nochmal speziell. Ich weiß gar nicht, ob in Korea für sie auch nochmal speziell eine Bezeichnung gibt, aber ich habe sie Trolle getauft. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, da sind wir doch eigentlich schon beim Thema von dem Project K eigentlich. Es geht um Generationen. Richtig. Und es geht auch um ignorante Generationen, wie die Troll-Ajummas. Die sich das verdient haben, sozusagen. Ja, genau. Ja, aber es war eine harte Generation, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, die sind ja durch eine sehr, sehr harte Schule gegangen. Haben viel erlebt, mussten hart arbeiten. Und ja, und das ist so dieses Ding. So jetzt bin ich, was hast du gesagt? Top of the food chain? Ja, am Ende der Nahrungskette. Am Ende der Nahrungskette. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Guck mal, ich will jetzt meine Mama nicht so dissen, so, ne? Aber sie ist auch klein, hat auch diese gelockten Haare. Aber, sie ist nicht so, sie war nicht so aggro wie die in der Bahn. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie Freunde hat, die so sind. Ja. Oder, ey, keine Ahnung, wie das wäre, wenn meine Mutter irgendwie ein Jahr in Korea lebt. Ja. Ja. Dann ist die vielleicht auch plötzlich. Ja, aber das ist doch cool, wenn du da mit ihr unterwegs bist. Dann kannst du ein bisschen weiterlaufen. Ja, genau. Nee, ich laufe dann hinter ihr. Sie macht mir dann so den Weg frei. Ja, aber es war eine harte Generation, ganz ehrlich. Ja? Also, ja. Die haben ja. Ich sage ja jetzt auch mit Absicht so meine Mutter und ihre Freunde, weil die sind halt durch hartes Pflaster gegangen auf jeden Fall, ja, und haben sich auch irgendwo ein bisschen den Respekt der jüngeren Generation auch ein bisschen verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Ja. Man muss ja aber auch sagen, ich meine, wir haben ja auch, also wir sind ja jetzt auch nochmal eine Generation drunter dann, ja? Ja. Jetzt, mehrere drunter. Ja, ich hoffe mehrere. Okay, wir sind mehrere. Okay. Wir sind mehrere Generationen drunter. Also es gibt ja immer so diese, wofür steht eine Generation so ein bisschen, ne? Und die Generation unserer Eltern, jetzt speziell unsere Eltern, die ja nach Deutschland emigriert sind, das war, glaube ich, super hart, ja? Also diese Erfahrung gemacht zu haben, in ein fremdes Land zu kommen und so hart zu arbeiten und das verdiente Geld, einen Großteil des verdienten Geldes nach Korea zu schicken, damit die Familie in Korea dann überleben kann, prägt einen natürlich. Das prägt einen total. Es prägt eine ganze Generation. Also genau. Ich kann genau dasselbe erzählen eigentlich, weil am Ende des Tages gehören ja deine Eltern und meine Eltern zu derselben Generation. Ja. Und die haben sich wirklich, wirklich krass den Arsch aufgerissen, hier in Deutschland Neustart zu machen. Ja. Mein Vater sagt immer sehr gerne, er ist mit einem Löffel und mit einem Koffer quasi nach Deutschland gekommen. Wieso mit dem Löffel? Weiß ich, man sagt das im Koreanischen so, keine Ahnung. Ja. Okay. Aber und hat sich dann halt quasi alles hier aufgebaut. Ja. Ja. Und da muss man denen schon Respekt geben. Ja. Und finde ich auch gut. Genau. Und dann kommen du und ich und wir beklagen uns über die harte Schule, gell? Ja, über so eine Ajumma, die mir den Bodycheck gegeben hat. Ja. Ja, genau. Und dann sind wir natürlich weich, so in den Augen unserer Eltern. Ja, natürlich. Ne? Wir haben ja auch unsere Erfahrungen gemacht.
Tatsächlich. Wir sind ja jetzt dann, wir sind ja jetzt die Generation dann drunter gewesen, die die Sprache natürlich perfekt beherrschen, weil wir in Deutschland geboren sind, aber überhaupt nicht deutsch aussehen, also nicht klassisch deutsch aussehen, ne? Und wir hatten ja dann auch so unsere Widrigkeiten während des Großwerdens, während des Erwachsenwerdens, die auch nicht immer einfach waren, nicht immer schön waren, aber uns natürlich dann auch wiederum geprägt haben. Und dann haben wir, also ich weiß, wir haben ja so ein bisschen, auch lustigerweise, also wer unseren Podcast so ein bisschen verfolgt, der hat das ja schon mitbekommen. Wir haben ja beruflich auch so ein bisschen ähnlich, also so Parallelen, sag ich mal. Ja? Ja. Weil wir haben ja beide in koreanischen Firmen in Deutschland gearbeitet. Und das war hart. Also wirklich hart. Ja, dieses Unglaubliche, immer bereitstehen, bis in die Puppen arbeiten, Überstunden war komplett normal, dass die gebolzt werden. Und es war auch überhaupt nicht gewürdigt. Ja. Es war komplett selbstverständlich. Es war ja auch teilweise so, dass man drei, vier Stunden nur geschlafen hat und dann wieder auf die Arbeit musste, weil man wirklich die Nacht fast durchgearbeitet hat. Und so. Und es ging ja Wochen, Monate lang so, ne? Und das war so, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil eines in Deutschland geborenen Koreaners, weil man einerseits als der Deutsche bezeichnet wird und deswegen das für uns zum Nachteil ausgelegt worden ist und teilweise sind wir auch wieder Koreaner und das wiederum zum Nachteil ausgelegt worden ist für uns, ne? Und das heißt, wir haben eigentlich, das war so eine Lose-Lose-Situation, ne? Und das war für uns schon hart. Und ich meine, wir waren ja jahrelang in koreanischen Firmen und wir haben uns das echt angetan, in der Hoffnung, dass sich das bessert. Ne? Ich glaube, der sagt es, weil wir wollen auch den Respekt, wenn wir in der S-Bahn sind und laufen und Leute umchecken, dann will ich auch den Respekt, ganz ehrlich. Ja, nein. Aber das ist ja... Das sind ja auch so Sachen, die einen prägen einfach. Ja? Tatsächlich, ja, tatsächlich. Und wo man dann auch wiederum sagt, so, ja, guck mal, was ich erlebt habe. Ja. Ich meine, guck mal, meine Eltern oder meine Mutter vor allem, die sagt so, ach, guck mal, du beklagst dich über deine 18 Stunden, die du am Tag gearbeitet hast, 20 Stunden, die du am Tag arbeitest. Ja, aber weißt du, was ich alles gemacht habe? Aber ich habe doch auch gemacht, ich habe doch auch hart gearbeitet. Na, aber das ist so, ich glaube, die höhere Generation, die ältere Generation, die ist resistenter für sowas. Resistenter. Und viel mehr durchgemacht einfach. Viel mehr durchgemacht. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben da eine Frage. Wir haben drei Fragen. Drei Fragen. Drei gleich. Drei gleich Fragen. Wow. Ich wollte mal wissen, wenn ihr in Korea wart, ob ihr euch angepasst habt, sprich im Endeffekt Badelatschen überall getragen habt. Also ich weiß nicht genau, ob ihr die Folge gehört habt mit Pocha Talk, wo wir gesagt haben, wenn wir da hingehen und dann sind wir ungepflegt und hässlich. Weiß ich nicht genau, ob ihr die gehört habt. Vielleicht habt ihr die gehört. Also im Vergleich zu den Einheimischen, ja. Nein, also ich auf jeden Fall nicht. Wir haben, du kannst uns aus Frankfurt holen, aber Frankfurt nicht aus uns. Und deswegen, ja. Yeah. Genau. Ja, auf jeden Fall, wir waren genauso, wie wir eigentlich immer waren. Ja. Right? Wie alt seid ihr? Nein. Also meine Wenigkeit ist 42 Jahre alt. Und ich bin sogar 43 Jahre alt. Sieht man nicht, ich weiß! Guck mal, wir kriegen sogar Applaus dafür. Das sind die asiatischen Gene. Also ich glaube, ich habe das Thema eben ein bisschen verpasst, aber ich wollte euch eigentlich nur fragen, ihr wart ja beide ein bisschen länger nicht in Korea, also ich glaube, Inni länger als Jong, aber wie habt ihr so diesen Wandel so gemerkt? Also habt ihr gemerkt, dass Korea jetzt anders geworden ist, als ihr da wart? Oder? Boah, das ist eine gute Frage. Willst du zuerst oder soll ich? Also der für mich offensichtliche Wandel in Korea war, also ich war vorher 10 Jahre lang nicht mehr in Korea und ich habe noch nie so viele Nicht-Koreaner in Korea gesehen. Also das war so ein komplett neues Bild für mich. Egal, wo ich in Seoul war, so viele Nicht-Koreaner zu sehen und so viele unterschiedliche Sprachen zu hören, das war
Das war so total mindblowing für mich. Ne? Und auch alle Generationen, also nicht nur, also alle Altersgruppen, nicht nur junge Leute, sondern auch wirklich ältere. Ich muss dazu sagen, natürlich, weil wir den Vlog gemacht haben, ne, ja, sind wir natürlich auch an die Landmarks gegangen, wo quasi dann aber auch die touristischen Orte sind. Ja. Ja? Aber wie zum Beispiel, wir waren zum Beispiel am Namsam Tower, da war wirklich kaum ein Koreaner. Ja, ja, es waren wirklich, das war komplett voll da. Wir haben an der Cable Car, um da hochzufahren, haben wir, glaube ich, 20 Minuten gewartet oder so. Und es waren komplett, entweder waren es koreanische Guides mit ausländischen Leuten. Also es war unglaublich voll mit verschiedenen Leuten. Das kannte ich halt nicht. 10 Jahre zurückgespult. Und das war eine Ausnahme, wenn man nicht Koreaner gesehen hat. Ne? Was heißt 10 Jahre? Also ich bin ja regelmäßig vor der Pandemie in Korea gewesen und nach der Pandemie erst dann so vereinzelt. Das war vor der Pandemie, war das auch nicht so. Ganz ehrlich. Echt? Okay. Nee, es war auch da nicht so. Das ist in den letzten 4-5 Jahren gekommen, auf jeden Fall. Komplett explodiert, ja. Ja, genau. Ja. Das war's? War das die Frage? Okay. Aber eigentlich ist die Frage ganz gut. Hast du noch irgendwelche Sachen, die so anders waren in Korea, als du da warst? Gehen wir mal weg vom Generationenthema. Eigentlich wollten wir so ein bisschen Richtung hier, ein bisschen passend zum Thema. Aber weißt du, egal. Das ist ja der Zauber eines Podcasts eigentlich. Was wolltest du denn sagen? Was ist dir denn aufgefallen? Du sagst ja immer, er sagt immer gerne eklatant. Also das eklatante Ding ist ja eigentlich diese Public Transportation, ne? Wo die dann so in der Line warten und so. Ach so, Evolution stattgefunden. Das war total krass. Und wir sind auch mit der KTX, also mit der ICE, die koreanischen ICE, ne? Die übrigens pünktlich kommt. selbst da standen sie Schlange. Schön und in Reihe und Glied. Genau, in Reihe und Glied und jeder hatte seinen Platz und alles lief reibungslos ab. Wirklich. Ja. Ich weiß nicht, wer das denen plötzlich beigebracht hat. Ich habe keine Ahnung, weil vor 10 Jahren war das so, du musstest dir den Weg freikämpfen, du musstest erstmal, also du wolltest aussteigen aus der Bahn und es ist dir einfach ein Schwall Menschen entgegengekommen. Ja. Du musst dich wirklich durchboxen. Ja. Was ist passiert? Die haben sogar auf dem Boden sind sogar so Zeichen, da sind so Pfeile, die dann zu dir zeigen in der Mitte und an den Seiten zeigen die Pfeile dann so rein. Das heißt, in der Mitte kommen die Leute raus und die Leute, die einsteigen, sollen so von der Seite kommen. Also das ist schon ganz geil. Ja. Also wir hatten so einen Ausreißer, gell? Ja, einen Ausreißer. Da hätte ich ganz gerne so bapp und dann hätte ich so wieder rausgedrückt auf jeden Fall. Aber das war so, die war aber jünger. Das war krass, die war jünger. Ja, stimmt. Ich glaube, die hatten freien Sitz gesehen. Nein, die hat einen freien Sitz gesehen und dann wollte sie durch dich durchlaufen. Ja. Ey, eine Sache fällt mir auch noch ein. Ja. Was oberkrass ist, heutzutage schauen ja, ey, wer kennt das? Draußen auf der Straße, die Leute laufen so rum. Das kennt jeder, ne? Ey, in Korea haben die an den Ampeln auf dem Boden Leisten hingemacht. Und wenn es grün ist, leuchtet die unten auf dem Boden grün, damit die Leute nicht mehr hochgucken müssen. Das ist total krank. Ja. Dieses Verhalten wird auch noch gefördert. Ja, genau. Unglaublich, das ist echt Wahnsinn. Ja. Ist echt, also. Und vor allem, das fällt ja auch auf. Ich glaube, wenn wir in der U-Bahn gefahren sind, der Chong und ich waren die Einzigen, die sich unterhalten haben miteinander. Ja. Alle anderen sind mit ihrem Handy beschäftigt. Ja, die haben uns auch komisch angeguckt. Ne? Ja, die haben so immer so. Was labern die ganze Zeit? Ne? Also. Guck mal, wen ich da sehe. Ey, das muss ich euch erzählen. Also dieser Kollege, der ist aus Leipzig angereist. Ja. Ist ein super guter... Ja. Bevor ihr klatscht. Er hat übrigens dieses Logo gemacht. Ja. Ja. Okay, jetzt könnt ihr klatschen, sorry. Jetzt könnt ihr klatschen. Ja. Genau. Sorry. Aber es gibt noch eine viel bessere Geschichte. Ja, und zwar haben wir ihm von diesem Live-Podcast erzählt. Ja, und dieser Live-Podcast haben wir gesagt, ey, da, cool, wir haben die erste Reihe und so, da kannst du auf jeden Fall kommen. Wer steht einfach 3 Wochen vorher hier an dieser St. Peter-Kirche und wundert sich, dass hier nichts los ist. Am 26.09. steht der Kollege hier vorne und sagt, war doch am 26. Ja, ist vor einem Monat gekommen, aber cool, dass du gekommen bist und cool, dass du es geschafft hast. Danke. Ja. Jeder verdient eine zweite Chance. Ja, ganz genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ansonsten haben wir vielleicht eine Frage. Weil, guck mal, wir haben nämlich ein paar T-Shirts, die wir verteilen wollen. Machen Sie es so. Ja.
Ich stelle jetzt eine Frage. Die Antwort wird nicht reingerufen, sondern es muss die Hand gehoben werden. Ja? Und dann wählst du aus, wer die Antwort geben darf. Ich entziehe mich der Verantwortung. Gell? Gut, gell? So. Und dann, wenn die richtige Antwort kommt, gibt es ein T-Shirt von uns. Yes. Du hast gesagt, es ist eine schwierigere Frage. Oh, mir fällt jetzt aber ich glaube, die ist einfach. Wir fangen mal mit einer einfachen an. Wer von uns beiden leidet unter Rot-Grün-Schwäche? Warte. Ich kann eure Namen nicht auseinanderhalten. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen. Zeig mir den Finger. Nein. Den Namen, ich will den Namen. Chong. Okay. Du kriegst ein T-Shirt. Was hast du für eine Größe? Wie ist dein Name? Ilan. Ilan. Alle einen Applaus für Ilan. Yay. Wir haben noch zwei Shirts. Zwei Shirts. Stell mal noch eine Frage. Ich will so schlechte Fragen stellen. Okay, wessen Mutter? Okay, die Guten wissen jetzt schon, worum was geht. Okay, wessen Mutter hat den eigenen Sohn angerufen und dachte, es wäre jemand ganz anderes? Ich entziehe mich der Verantwortung, wie gesagt. Ich übernehme sie, keine Sorge. War Chong. Ist immer der Chong. Richtig, genau, kannst du mal eine Frage stellen, die auch dich, also bitte. Hier, dein T-Shirt. Wie ist dein Name? Chidem, einen Applaus für Chidem. So, letzte Frage. Ich stelle jetzt mal eine Frage an das Publikum. Und ihr könnt jetzt reinrufen. Ja? Wer hier in dieser Runde ist am weitesten angereist, um uns zuzuhören? Sag woher? Schrei. Kiel. Oh. What the hell? Okay. Gibt's jemanden, der weiter her ist aus Kiel? Als Kiel? Ja, die Dame? Aus Istanbul. Nur na, für wirklich? Uns? Wahnsinn. Wer bietet mehr? Ja, Istanbul ist schon eine Hausnummer. Ey, wirklich nur um uns zu hören? Ich glaube, sie versteht uns gar nicht. Ah, sie lernt es jetzt gerade. Ah. Ey, übrigens, es gibt auch Koreaner, die durch unseren Podcast Deutsch lernen. Ja. Das ist total Wahnsinn. Ey, das ist voll falsch, ja. Solltet ihr nicht tun, ja. Wie ist denn dein Name? Gül. Gül. Kannst du fangen? Oh! Fast. Okay. Ein Applaus für Gül. Sehr gut. Guck mal hier, ihr seid alle da. Ich finde das total krass, ey, unser erster Live-Podcast. Guck mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich jetzt ein bisschen warm geredet eigentlich. Vorhin sind wir ja so draufgekommen, ich war total nervös. Ja, ich hatte so eine Maulsperre, ehrlich gesagt. Ich musste mich ganz kurz so auf dich fokussieren, damit ich ein bisschen runterkomme. So. Und jetzt bin ich total fasziniert, dass ihr alle da seid. Ich finde es voll geil. Ja. Voll cool. Ja, vor allen Dingen hier, guck mal, der Felix ist da, guckt auf sein Telefon. An dieser Stelle müsste eigentlich eine Werbeunterbrechung kommen bei uns. Wir reden die Welt. Und dann, hey, wie schöne Grüße an Daniel. Cool, dass du damals zu uns in die Show gekommen bist und uns vorgeschlagen hast. Ey, mach doch mal einen Live-Podcast mit uns. Ja. Und heute stehen wir einfach hier. Wo ist denn der Daniel? Der ist nach Hause gegangen. Echt? Auf jeden Fall, Daniel, danke sehr. Genau. Total surreal, wirklich. Er war ja bei uns, glaube ich, im März. Also schon jetzt sieben Monate her. Ja. Und da haben wir das mal kurz so angequatscht. Ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir bei Project K, wenn wir hier einfach mal so einen Live-Podcast machen würden? Halb im Spaß, halb im Ernst. Und siehe da, wir sitzen hier. Ja. Ja. Ey, weißt du, was ich gehört habe? Guck mal, übrigens, weil du aus Istanbul angereist bist. Ja. Ich habe gehört, die K-Wave in Istanbul und in der Türkei ist total krass. Ist das so? Ist das wirklich so? Guck mal, ich sehe so, ja. Ehrlich? Ja, und in diesem Bezug habe ich eine Story dabei. Und zwar hat mich ein Kollege letztens angerufen und hat gemeint, ey Bruder, du musst mir helfen. Ja, und ich so, was ist denn los? Ein Freund von mir, seine Nichte, ist einfach abgehauen nach Korea. Total krass, ja?
die haben irgendwie Stress gehabt und bla bla so. Und dann sagt die doch tatsächlich, weißt du was, fuck off, ich fliege jetzt einfach nach Korea. Ist einfach in den nächsten Flieger gestiegen und ist nach Incheon und hat dann so auf TikTok immer so Spuren hinterlassen. Ja, ich bin jetzt hier auf der Autobahn Richtung Seoul und so weiter. Ach krass. Und so hat der dann... Und er hat mich angerufen, ich brauche deine Hilfe. Und meinte was so... Was sollst du machen? Bist ja, du der Liam Neeson oder was? Ja, genau. Zurückholen? Nee, er hat mich gefragt, ob ich nicht in Korea einen Privatdetektiv kenne oder ihn irgendwie da weiterleiten kann, ja, damit sie da gefunden wird. Ja. Ja. Und? Ja, ich habe dann halt ein paar rausgesucht auf Neva und habe ihm halt geschickt, hat gemeint, ey, wenn du willst, dann helfe ich dir. Ja, aber, okay, ne, und so, und das, ey, das ist total aber krass. Aber was ist das Resultat? Ich habe keine Ahnung. Ist sie immer noch da? Ich habe keine Ahnung. Ich hab auch aber wie alt war die denn? Oder ist sie denn? Sie ist so Anfang 20 gewesen, tatsächlich. Ach so. Ich dachte jetzt, es wäre ein Kind gewesen. Nein, so ein Kind, ein Flieger, nein. Nein, also ich meine jetzt so... So 10, meinst du? Nein, so 16, 17 oder ja, so ja, mäßig. Ich weiß nicht, ob die 20 war, ganz ehrlich. Aber die war relativ jung. Ja, also so vielleicht 19, vielleicht 18, vielleicht 20, whatever. Okay, irgendwie sowas, okay. Ja. Das war krass, krasse Story auf jeden Fall. Ne? Aber da haben wir noch eine Frage. Wahn, die fleißigste Fragestellerin. Ja. Zunächst einmal habe ich eine Frage an dich. Wie heißt du denn? Nala. Hallo Nala, wie geht's dir? Gut. Das waren schon zwei Fragen. Wo kommst du denn her? Deutschland. Aus Deutschland? Okay. Bad Nauheim. Bad Nauheim, ah, das ist ja auch noch, also ist ja auch nicht unbedingt um die Ecke. Sag mal, interessierst du dich für Korea? Ja. Ja? Und was kennst du so aus Korea? Seoul, Gangnam. Wir waren viel in Seoul unterwegs. Ja, also echt? Also hast du da mal gelebt oder bist du da mal hingereist? Einfach? Urlaub. Urlaub, okay. Ah, hast du Urlaub gemacht? Sehr schön. Hat es dir gefallen? Ja. Was hat dir da am besten gefallen? Guck mal, die Mutter sagt, gib dir die Antworten vor. Sag, das war das Beste mit der Mama unterwegs gewesen zu sein. Sag Kimbap essen. Alles? Okay, sehr gut. Ja, aber alles, also... Okay, aber jetzt wollen wir Sie mal die Frage stellen lassen, vielleicht. Okay, Entschuldigung. Deine Frage. Warum redet ihr so viel? Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Cool, wirklich, wirklich gute Frage. Ey, kann das vielleicht einer von euch beantworten? Okay. Oh, ja, richtig. Guck mal, ne? Wir sind 42 Jahre alt und 43 Jahre. Wir haben keine Talente. Das Einzige, was wir können, ist labern. Ja? Wir können weder singen, wir können weder tanzen, wir können gar nichts. Ja? Aber ich finde es, guck mal, wie engagiert er versucht, deine Frage zu beantworten. Ne? Ist eigentlich auch schon sehr herzzerreißend. Ja. Ich finde dich süß. Du kriegst später auch ein T-Shirt. Ja? Kommst du später zu mir, kriegst ein T-Shirt. Also ihr müsst nur fleißig Fragen stellen, kriegt ihr ein T-Shirt. Ey, bezüglich T-Shirts muss ich ehrlich sagen, da ist uns ein riesengroßes Malheur passiert. Aber wirklich groß. Wirklich, wirklich groß. Und zwar... Warum sagst du uns? Also, wir haben diese tolle Website gemacht, wo man die T-Shirts kaufen kann. Und wir haben alles über Printful. Das heißt, wir können Print on Demand. Wir machen die ganzen coolen Styles, machen wir teilweise selbst. Und dann hauen wir die raus, ja. Und es war der erste Abend in Seoul. Wir sind angekommen. Wir haben ein bisschen was getrunken, wir haben was gegessen, sind nach Hause gegangen, haben geschlafen und sind beide zeitgleich um 1 Uhr aufgewacht. Mehr oder weniger. 1 Uhr nachts. Und dann wussten wir nicht, was wir machen sollten, haben uns hier überlegt. Dann haben wir auch gedacht, so, hey, wir haben ja einen Live-Podcast, lass uns doch T-Shirts machen, wo drauf steht, der erste Live-Podcast. Und ich bin auf die wahnsinnige Idee gekommen, zu sagen, ey, lass uns doch die... Initialen nehmen. WRDW. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe das Design WRWD gemacht. Und wir haben 30 Stück bestellt. Also ein Buchstabendreher. Ja. Aber warum sagst du uns? Ey, ich habe gedacht, wir beide, wir haben ein Sechs-Augen-Prinzip. Sechs-Augen-Prinzip? Ja. Ich muss kurz überlegen. Ja, ich dachte, wir haben ein Sechs-Augen-Prinzip. Ja. Ja. Und du hast auch drüber geguckt. Ja, ist okay. Ich habe nur von der Seite geguckt. Ja, ist okay. Habe ich gehört.
Okay, lassen wir so stehen. Okay, lassen wir so stehen. Naja, okay, fairerweise muss ich sagen, dass er gesagt hat, ey, pass auf, dass da kein Zahlendreher, dass da kein Dreher drin ist. Und ich habe gesagt, ja, ich habe schon geguckt. Und dann habe ich das bestellt. Und dann kam das an und wir haben mit Schrecken festgestellt, fuck. So, und dann haben wir alles gecancelt. Also alles zur Seite gepackt und haben die nochmal gedruckt für heute. Ja. Die wir jetzt hier einfach, ne, gerade hier so ein bisschen verteilt haben. Ja, aber ey, Fehler passieren. Ich mag dich trotzdem. Ja. Danke. Ich verzeih dir. Ich mag mich auch noch trotzdem. Ich kann auch immer noch in den Spiegel schauen morgens. Nee, aber das war schon ein Riesenschock, weil das war immer mit gewisser Vorlaufzeit, ja. die eben bestellt und gedruckt werden müssen. Und es war dann wirklich, die Zweitbestellung war dann wirklich kurz vor knapp. Das war total kurz vor knapp. Und da hast du mich übrigens, dann auch wieder, oh, dann waren wir ja wieder in Deutschland. Und es war ja so eine Punktlandung mit der Bestellung. Ja. Ne? Ja. Und ja. Du hast die Bestellung nicht auf meinen Namen gemacht. Nee. Sondern du hast die Bestellung auf einen anderen Namen gemacht. Ja. So, und dann bin ich zum Paketshop, weil ich ja die Mitteilung bekommen habe. Ja. Ist da. Ja. Ja. Und ihr wisst, wenn ihr ein Paket abholen wollt im Paketshop, müsst ihr euch ausweisen. Ne? So, und ich bin dahin. Ich meine, ja, ich habe doch hier die Benachrichtigung. Der sagt, hier ist nichts, hier ist nichts. Ich meine, so, ich habe doch hier die Benachrichtigung. Und hier ist der Tracker. Hier steht, ihr habt es doch drin. Er guckt wieder. Ich sage, ey, das muss da sein. Schauen Sie bitte nochmal. Ich bin langsam sauer geworden. Ne? Ja, wer mich so ein bisschen kennt, Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke. So. Und dann er sagt, nee, hier ist nichts, hier ist nichts. Ich rufe ihn an. Er geht nicht ran. Ich schreibe ihm, er antwortet nicht. Und ich, sage ich jetzt vielleicht nicht. Ich war ja illegalerweise da. Ich hätte ja eigentlich gar nicht da sein dürfen. Ja. Es war während meiner Arbeitszeit. Okay, jetzt habe ich doch gesagt. Egal. Auf jeden Fall. Ich warte und ich, weil ich ihn fragen wollte, auf welchen Namen hat er es bestellt. Ne? Antwortet nicht. Und irgendwann kommt er. Ich hab's gefunden. Also dieser Pakettyp. Ah, ich hab's gefunden. Da stand ein ganz anderer Name drauf. Komplett anderer Name. Ey, wie kann man denn von unserem Account bestellen, einen komplett anderen Namen angeben und die Adresse war auch, hatte auch noch nicht mal was mit uns zu tun. Also das war gut. Das war wirklich gut. Okay, es tut mir leid. Das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Hat mir richtig Spaß gemacht, dieses Paket loszueisen. Weil das hieß eigentlich, ich hatte dann von der dritten Person eine Vollmacht gebraucht, um dieses Ding zu holen, ey. Danke sehr. Ich habe viel gelernt dadurch. Ich sag ja, Sechs-Augen-Prinzip. Ja, danke sehr. Wir haben ja ein Learning daraus. Ja. Lass uns nichts mehr müde machen. Ja. Nachts alles, was nachts um eins passiert, sollte nicht offiziell was Finales sein. Nicht passieren. Ja, das haben wir. Das haben wir. Das ist unser Learning. Das ist unser Learning, auf jeden Fall. Wir haben da noch eine Frage. Oh, ja. Ja, ich wollte fleißig noch eine Frage stellen. Guck mal, die will das T-Shirt. Ich habe auch am Anfang eine Frage gestellt, ohne zu wissen, dass es ein T-Shirt gibt. Also. Nein, so ein Scherz. Nein, alles gut. Ich wollte fragen, so, wie habt ihr euch eigentlich auf den Podcast vorbereitet? Weil ihr meint, ihr wart so voll nervös. Aber ich fand, ihr habt richtig smooth reingestartet. Also das war so richtig geprobt so. Okay, danke, dass wir diesen Eindruck gemacht haben. Ich glaube, bei uns ist es so, die Magie, ich nenne es jetzt mal Magie, unseres Podcasts, wir haben keinen Plan. Total nicht. Wir sind einfach wir. Ja, wir machen einfach gar nichts. Und wir hoffen auf das Beste. Ich rufe den meistens an und sag so, ey, hast du Zeit? Ja, treffen wir uns? Okay. Und dann laufen die Kameras. Ja, und heute ist natürlich ein bisschen anders, weil wir haben ja auf diesen Termin, also es war ja klar, 26.10. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Und als wir hier draußen gestanden haben, dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen. Ey, ihr wisst gar nicht, ey, wie hat er da die Muffe gekriegt. Aber ey, ich ging war mir voll auch so. Cool. Ging mir auch so. Ey, ich war richtig cool. Ey, ganz ehrlich, ich war heute den ganzen Tag schon so ein bisschen hibbelig, so, ne? Also jeder, der mich kennt und jeder, der heute mit mir war, der merkt so, okay, der Junge, den muss man heute auch in Ruhe lassen, so, ne? Also der ist so ein wandelndes Nervenbündel. Und er heute so ganz cool und so ganz ruhig, ne? Ja. Und dann stehen wir da vor der Tür und dann kriegt er plötzlich, und ich bin dann so ein bisschen runtergekommen, so, und er kriegt dann plötzlich so, oh, scheiße, ich hab übernommen. Also, um deine Frage nochmal genauer zu beantworten, generell bereiten wir uns auf unsere Podcasts nicht vor, das ist
hat uns die Lisa von Pochatalk auch nicht geglaubt, weil die sind richtig am Recherchieren und wir machen einfach, wir lassen es einfach flowen anscheinend. Ja. Funktioniert irgendwie. Heute haben wir gesagt, tatsächlich, wir fangen einfach ganz einfach an mit unseren paar Korea-Geschichten, ja, und gehen dann eigentlich in die Thematik rüber, Generation. Aber ich merke anhand eurer Fragen so ein bisschen, ist nicht so gewünscht. Oder? Ja. Ja. Habe ich da eine Meldung gesehen gerade? Ah ja. Zwei sogar. Ich bin der Tobias. Ich bin 40 Jahre alt. Ihr seid ja 2-3 Jahre älter als ich. Also wir sind ja quasi aus einer Generation. Oh, okay, okay. Ihr kommt ja aus Frankfurt, ne? So ja. Wie seht ihr so auch die Entwicklung jetzt so mit K-Pop und den ganzen koreanischen Essen, den ganzen Restaurants, die jetzt auch so aufgeblüht sind jetzt hier in Frankfurt und auch ein bisschen wahrscheinlich auch auf der Welt? Welche positiven, wie vielleicht auch negativen Schlüsse zieht ihr aus dieser Entwicklung? Gute Frage. Ich habe das mal im Podcast gesagt. Ich habe gesagt, verdammt, warum kommt die jetzt erst, diese K-Wave? Ich wünschte, ich wäre jünger. Jetzt bin ich Ü40. Auf einmal bin ich im Trend. Ja. Ich wäre da gerne Mitte 20 gewesen oder so. Ja. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt drei Buchstaben sage, wisst ihr komplett, wovon ich rede. Apathe. Ey, das kennt jeder Moment. Ja, das kennt Wahnsinn. Jeder Moment auf dieser Welt, ja. Ja. Ich finde es total krass, was die K-Wave anrichtet. Ja. Jetzt nicht unbedingt nicht nur Positives. Also im Moment haben wir sehr viel Positives davon. Die Koreaner sind so voll quasi am Kommen, die sind voll am Start. Die K-Wave kommt, alle Leute lieben K-Food, alle Leute wollen das. Die Frage ist nur, wann haben wir diese Wave ist so extrem und die kommt so krass. Die Frage ist, wann haben wir genug davon? Ja, und wo ist der Punkt, an dem sich das ganze Ding weiterentwickeln muss? K-Pop ist das gute Beispiel. Es gibt, glaube ich, mehrere Generationen jetzt schon von K-Pop, seit Sonyeoshi, der damals angefangen hat, und heute Blackpink und New Jeans und so. Das sind komplette Entwicklungsstufen, die genommen haben. Ich finde, die K-Wave muss das auch tun. Ja? Also die muss sich auch mit weiterentwickeln. Die müssen sich für, speziell in Korea, was wir dieses Mal in Korea auch so ein bisschen mitgekriegt haben, es ist immer noch eine konservative Gesellschaft. Ja? Auch wenn sich viele Popkulturen da drin entwickelt haben, ist das trotzdem eine super, super konservative Gesellschaft. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass sich Korea, was das angeht, auch so ein bisschen mitentwickelt. Ja, ja aber ich glaube, also um vielleicht deine Frage nochmal auf deine Frage nochmal einzugehen, ich sehe es positiv, einfach weil, als wir aufgewachsen sind, war das halt eher so, wo kommst du her? Bist du bist du Chinese? Nein. Bist du Japaner? Nein. Ja, was denn dann? Ja? Und mittlerweile ist halt Korea in jeder Mund. In aller Munde. In aller Munde. Danke sehr. Ey, genau. Wow. Ja. Yes. Ich bin beeindruckt. In aller Munde. Also das ist schon, das sehe ich schon positiv. Und dass auch Korea mittlerweile nicht nur als Samsung gesehen wird oder als Kia oder sowas, sondern dass es eher halt diese Kultur eben näher gebracht wird. Ne? Das sehe ich schon sehr positiv. Dass dann aber viel dann wiederum nur in eine Nische gepresst werden, also K-Pop, Corn Dogs, ist halt, da gibt es so viel mehr. Hey, 2023 war das meistgegoogelteste Wort Bibimbap. Bibimbap? Ja, hab ich gehört. Ja. Total krass, gell? Ist das recherchiert? Ich hab's gehört. Okay, alles klar. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das positiv in dem Sinne. Negativ würde ich sagen, was du eben angesprochen hast, dass eigentlich auch die Underground-Szene in Korea so ein bisschen darunter leidet, weil alles überdeckt wird von K-Pop. Ja, also es gibt super talentierte Musiker, die einfach überhaupt keine Bühne mehr bekommen, weil K-Pop alles regiert. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Da haben wir noch eine Frage. Ich wollte fragen, ob bei euch schon die Midlife-Crisis eingeschlagen haben und
Nee, aber es ist zurzeit tatsächlich ein Trend auf Social Media geworden, dass irgendwie halt die halbe Welt sich entweder ein Fahrrad vor die Tür stellt oder sich für einen Marathon anmeldet. Und ich wollte fragen, wie es bei euch damit aussieht. Also ey, neben eurer Gym-Karriere. Bekommen, es fängt an frisch zu werden. Ja, gell? Tut mir leid. Ich glaube, unsere Midlife-Crisis ist dieser Podcast. Also mein... Also ich finde das... ich finde es voll krass. Also der Eni hat mal zu mir gesagt, dass es, dieser Podcast ist voll der... voll Therapie auch ein bisschen. Ja. Ist therapeutisch. Ja. Hat eine therapeutische Wirkung auf mich, ja. Ja, auf mich auch. Und ich finde, glaube ich, damit zögern wir so ein bisschen unsere Midlife-Crisis hinaus. Nee, das ist also nur, um das nochmal zu beschreiben, es ist super lustig und spaßig. Wir machen das beide sehr gerne. Wir machen das ja nebenberuflich, wir haben ja alle einen Hauptberuf. Und wir treffen uns dann, wenn wir Zeit haben und nehmen dann auf. Und einfach nur mit einem guten Freund zusammenzusitzen und über gewisse Themen zu sprechen, tut wirklich gut. Tut wirklich gut. Ja. Und da danke ich dir, dass du immer so ein offenes Ohr hast für mich. Ja, Dito. Ja. Letzte, noch eine Frage? Was wann hört ihr endlich auf zu reden? Nein. Was hat euch am besten in Korea gefallen? In Seoul? Oh, das ist schwierig zu beantworten. Aber, also ich freue mich eigentlich immer aufs Essen. Ich freue mich immer aufs Essen. Das ist immer so, ich mache mir normalerweise immer so eine Liste von den Sachen, die ich auf jeden Fall essen möchte. Aber die habe ich diesmal irgendwie nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich das, was mir kurzfristig eingefallen ist, habe ich alles weggegessen. Also ich bin zufrieden wieder hier. Ja, ja, also Essen auf jeden Fall. Also ich erinnere mich wirklich an zwei Situationen, wo ich... Also, weil ich sehe mich ja selber nie, ja, und ich habe ja immer den Eni dabei und ich sehe dann immer ihn, wie seine Reaktion ist, ne. Und es gibt so eine Situation, das war der erste Abend, da waren wir im Linus BBQ und da sitzen wir so da und wir kriegen den ganzen Tisch voll mit Barbecue, Brisket und was weiß ich was. Klingt komisch, weil wir sind in Korea und wir essen Army-Food, okay, aber das westliche Essen in Korea ist viel, viel besser als in Deutschland. Das ist unglaublich, ja. Ob ihr einen Burger essen geht, wir waren bei Rockadoodle, da war das so ein Chicken Burger, das war der Knaller, ja. Und Linus Barbecue, da waren wir dann und er beißt in die Spare Ribs rein und sein Gesicht ist so. Und dann sagt er, fuck, ich habe noch nie sowas gegessen. Ja, ja, aber dabei hat er in Florida gelebt für ein Jahr. Ja, 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 also ich habe schon ein gutes Barbecue gegessen. Aber wir müssen ja dazu mal sagen, der Linus hat ja dieses Barbecue-Grillen in Amerika gelernt. Ja, ja. Also ja, auch ja, bei genau. Irgendeinem Guru. Genau. Barbecue-Guru. Und der hat das jetzt halt nach Korea mitgebracht und hat jetzt einen Laden eröffnet. Oder vor ein paar Jahren einen Laden eröffnet. Ja. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Linus Barbecue in der Nähe von Itaewon. Genau. Und ist es Itaewon? Das ist Itaewon. Ah, genau. Das ist sogar Itaewon. Best Barbecue ever. Genau. Und zum Essen habe ich noch eine andere Geschichte. Und zwar waren wir in Busan. Ja. Und wir waren da auf dem Chagalchi-Markt. Der Fischmarkt. Der Fischmarkt, ja. Und wir haben da, also wirklich, da ist es ja schon günstig, eigentlich Fisch zu essen. Wie viel haben wir da ausgegeben? Ich glaube, wir haben innerhalb von 15 Minuten, also pro Minute haben wir 10 Euro ausgegeben. Ja, also wir haben da fette Austern gegessen, wir haben da King Crabs gegessen, wir haben da Abalone gegessen. Ey, Abalone, das kann man in Deutschland gar nicht essen. Ich war bei einem Feinkostladen, hab gefragt, ob die Abalone haben. Nee, ich habe sein Gesicht gesehen. Jedes Mal haben wir gegessen. Oh, ja, ja. Oh, das war wie so eine Offenbarung, ey. Ja, aber genau, also das Ziel ist eigentlich natürlich, wenn man nach Korea geht, Sachen zu essen, die wir hier halt nicht kriegen oder schwierig kriegen. Ne? Und ja, das war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und vor allem, ach so, und die zweite Sache, wir haben wieder sehr viele neue Leute kennengelernt. Ja. In dieser kurzen Zeit, die schöne wir in Korea... Schöne Grüße raus an die Community dort. Genau. Wir sehen uns wieder. Und es ist keine Warnung. Ja. Doch, ist es.
Habt ihr noch eine Frage? Guck mal, da ist noch eine Frage. Ah. Hallo Nuna. Hallo. Erstmal danke, dass ihr das macht. Ich finde das voll cool. Ich bin fast von ganz Anfang an dabei. Oh. Und ganz am Anfang die Folgen gerade so, ey krass, wie bei mir zu Hause. Danke dafür. Deshalb würde ich gerne wissen, hören eure Eltern den Podcast? Und wenn ja, was sagen sie? Also, ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass meine Mutter mindestens eine Folge gesehen hat. Und es war die Folge mit Tim, dem Adoptivkind. Da habe ich aber auch geschluckt. Ich dachte, oh Mist, ey. Jetzt weiß ich es. Erstens, jetzt weiß ich es. Und zweitens so, sie hat alles gehört, was ich alles so erzählt habe. Ne? Also da habe ich ja ein paar Geschichten erzählt, die mir nicht so schmeicheln. Ja, aber es ist auch... Das. Aber nichtsdestotrotz... Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass sie es hört. Sie hat mich dann auch irgendwann mal gefragt, was ist ein Podcast? Und dann habe ich gemeint, hä? Und dann hat sie gesagt, ja, das, was du machst, was ist das? Nee, und sie dachte, ich hätte in einem Podcast einfach nur als Gast gesprochen. So. Und irgendwann, das war der Michi übrigens, ja. Der ist zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, dein Sohn ist berühmt. Und dann hat meine Mutter gesagt, hä? Ja, der macht einen Podcast. Und daraufhin ist meine Mutter zu mir gekommen und gesagt, was ist das? Was ist ein Podcast? Ja. Und dann hat sie, und der nächste Step war, dann hat sie mir von Tim erzählt, dem Adoptiven. Oh, okay. Jetzt hat sie wirklich die Folgen auch geschaut. Ja. Also meine Eltern gucken es nicht. Ja. Meine Eltern möchten es ganz gerne gucken, aber sie wissen ganz genau, dass wenn sie anfangen zu gucken, dass sie es sowieso nicht verstehen werden. Ja, also... Von daher gucken sie es gar nicht, aber sie hören sehr viel aus der Community von uns, weil es tatsächlich viele Kyopos hören, ja, und das geht dann auch in die Ohren von meinen Eltern. Und meine Mutter, sie sagte immer, sie feuert mich an. Egal was ich mache, egal was ich sage, sie sagt, mach dein Ding. Und sie sagt auch oft, schade, dass du es nicht vor 20 Jahren schon angefangen hast. Ja, und jetzt erst mit 42. Da, ich glaube, Berner hatte, glaube ich, noch eine Frage, ne? Oder war, ja, guck mal, da, achso, da ist da, genau. Der junge Mann. Weil wir vorhin so schön über Essen geredet haben, wollte ich fragen, ob ihr einen guten Koreaner in Frankfurt kennt, wo man nicht seine Niere verkaufen muss, wenn man da essen gehen möchte? Oh. Was? Nicht sein was? Wo man nicht seine Niere verkaufen muss, um also essen zu gehen. Der günstige. Teuer ist. Wo es nicht teuer ist. Ja, genau. Ja. Was ist denn für dich günstig? Ja, genau, wollte ich gerade fragen. Also pro Person nicht mehr als 25 Euro. Ja, die Antwort ist einfach. Warte mal, die Antwort ist einfach. Ein Restaurant, ein koreanisches Restaurant in Frankfurt, wo es nicht mehr als 25 Euro pro Person kostet. Und weißt du, was ich sage dazu? Willst du wirklich einen Namen nennen? Nein. Ach so. Ich nenne keine Namen. Okay, sag. Weil sonst müsste ich Geld von denen kriegen. Ne? Und das müsste dann, ne? Ja. Ich sage jedes, wenn du mittags hingehst. Stimmt. Ja, ist so. Ja, stimmt, du hast recht. Mittagstisch. Ja. Zehner, ja. Bist du dabei. Ja, okay, mittlerweile nicht mehr, 15 vielleicht. Ach so, Inflation. Aber du kriegst dafür Inflation. Trinken umsonst. Stimmt, Inflation. Ja, also wenn du mittags hingehst, 15 Euro, ja. Bist du sogar 10 Euro günstiger, kannst dann noch runter irgendwo und dir noch so ein Milchkäse holen. Ja. Und noch so ein Seokgang. Beziehungsweise, du kriegst ja eigentlich in koreanischen Restaurants den koreanischen Tee oder Wasser ja kostenlos. Mittags auf jeden Fall, ja. Ja, mittags, ja. Und was ich auch noch empfehlen kann, ich weiß, kommst du aus Frankfurt? Ja. Es gibt so einen Geheimtipp, aber da musst du wirklich schnell sein. Und wenn ich das jetzt sage... Oh je, jetzt kommt's. Das ist nicht so gut eigentlich. Das ist eigentlich nicht so gut. Jetzt habe ich es geteasert. Ja. Es gibt hier in der Innenstadt einen Supermarkt. Der hat sein Fastfood dort. Alte Story, guck mal, kennen ab alle schon. Ab 7 Uhr auf 50% und das ist schon günstig. Ja. Aber da ist noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Oh, übrigens, er ist der Founder von Project K. Er hat damals vor 10 Jahren oder 15 oder 12 Jahren Project K gegründet und alle mal einen kleinen Applaus an ihn. Das war ein gemeinsames Projekt mit vielen verschiedenen anderen Koreanistikern und dem Generalkonsulat. Und das war halt eben damals noch im Café Kotz. Das ist jetzt 13 Jahre her.
Damals ging noch Gangnam Style durch, erinnert dich noch? Also das ja, war klar. Das allererste Mal, dass koreanische Musik wirklich irgendwie ein bisschen über Korea rausgeschwappt ist. Und ich finde es richtig cool, dass wir heute nach 10, 13 Jahren immer noch koreanische Musik halt eben online hören können. Sogar sehr populär, sogar so populär, dass andere Sachen Schwierigkeiten haben, irgendwie so bestehen zu haben. Aber ich wollte mal ein bisschen was Persönlicheres fragen. Also ich bin ja auch Kyopo, Deutsch-Koreaner. Manchmal Deutsch, manchmal Koreanisch. Ich weiß es selbst nicht. Ich stelle mir das immer so vor wie bei Madagaskar, die Szene mit dem einen Zebra. Bin ich ein weißes Zebra mit schwarzen Streifen oder ein schwarzes Zebra mit weißen Streifen? Das ist gut, das ist gut. Würdet ihr euch wünschen, vielleicht irgendetwas aus Korea nach Deutschland zu holen? Oder es ist so eine Frage, so, wenn es etwas gäbe, und ich werde wahrscheinlich viel essen, ihr habt wahrscheinlich so was zu essen im Kopf, aber wenn ihr irgendwas mitnehmen könntet nach Deutschland, wie wäre, und das wäre dann perfekt dann hier, was wäre das dann? Ey, das ist krass, weil diese Frage haben wir ständig in Korea anderen Leuten gestellt. Also du willst wissen, was wollen wir aus Korea nach Deutschland bringen? Wenn ihr irgendwas importieren könntet, okay, willst du die ganze Liste hören oder willst du... Also das, was heraussticht, das, was euch richtig geil findet. Also als allererstes würde ich den kompletten Service-Gedanken aus Korea nach Deutschland bringen. Ja? Also Service-Wüste Deutschland, das hatten wir ja alles schon mal. Es ist mir diesmal auch in Korea schon wieder klar geworden, es wird ja alles so super einfach gemacht. Ja? Ich glaube aber, da muss man natürlich ein bisschen die Kultur dahinter verstehen. Wie der Ini auch eingangs auch irgendwann gesagt hat, wir haben uns den Arsch abgearbeitet, als wir in der koreanischen Firma gearbeitet haben. Ja? Das ist so die Erwartungshaltung der Firma, dass du dir den Arsch aufreißt in der Firma und dass du dich der Firma auch angehörig fühlst. Aber dafür soll dir dein Privatleben so einfach wie möglich gestaltet werden. Ja? Und das ist so ein Ding, was die Deutschen halt mit ihrer Work-Life-Balance nicht so ganz haben, weil selbst die Service-Leute wollen ihre Work-Life-Balance haben, aber in Korea ist es nicht so. Ne? Und von daher würde ich sagen, der Service-Gedanke würde ich super gerne mitbringen, aber das ist natürlich super schwer mitzubringen. Was steht bei dir auf der Liste? Ja, interessante Frage. Für mich ist es eigentlich eher so, dass ich sogar mit dem Gedanken spiele, nach Korea zu ziehen. Also Return Migration. Weil in meiner, also ich habe ja auch so 9 Leute. Moment. Okay, wir haben darüber schon gesprochen. Return Migration bedeutet ja nicht, dass du für immer da zurückziehst. Also ich hatte in meinen Interviews, die ich gemacht hatte mit anderen Deutschkoreanern, die sind übrigens auch meistens so 1,5. Generation oder 2. Generation, wollen tatsächlich auch diese Heljoseon, also nicht Heljoseon, aber auch diese koreanische Servicekultur da halt eben auch da mal erleben und als Arbeitnehmer dort sein. So herum. Nee, genau. Also die Voraussetzung, dass ich zurück nach Korea gehen würde, bedeutet, ich würde nicht im Angestelltenverhältnis arbeiten wollen. Das habe ich schon hinter mir, das will ich nie wieder erfahren. Warte, müssen wir dann unseren Podcast nach Korea verlegen, oder was? Zum Beispiel. Du weißt noch nichts davon, aber ich nehme dich mit, genau. Ja. Nee, auf jeden Fall... das würde ich nicht mit im Angestelltenverhältnis machen, das würde ich dann nur noch in Selbstständigkeit machen, das zum einen. Zum zweiten, glaube ich, bin ich jetzt so ein bisschen vom Mindset her so, dass ich kein einziges Land wirklich als meine Heimat betrachte. Gibt's nicht, weil in Deutschland... Ja, ich bin in Deutschland geboren, ich spreche die Sprache perfekt, ich kenne die Kultur in- und auswendig, aber ich sehe nicht aus wie ein Deutscher, also wie ein Deutscher. Ja? Und das hat mich halt mein Leben lang auch geprägt, weil ich jahrelang nicht als Deutscher akzeptiert war. Ne? Also man wurde ja immer gefragt, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Frankfurt. Ja, okay, aber ich meine jetzt, woher denn wirklich? Hä? Ja, aus Frankfurt.
ja, okay, aber ich meine jetzt, wo kommen denn dann deine Eltern her? Also die Antwort hat nie gereicht. Ne? Ich komme aus Frankfurt, ich bin Deutscher, wie auch immer. Das war nie die Antwort, die gehört werden wollte. So. Und das prägt einen natürlich auch irgendwo. Und umgekehrt, wenn ich nach Korea gehe, falle ich auch direkt auf als, ey, das ist auf keinen Fall ein gebürtiger Koreaner. So, ne? Also das heißt so ein bisschen heimatlos irgendwo. Und so ist mein Mindset auch, hat sich so herausgebildet, dass ich sage, egal wo ich bin, steche ich heraus. Und dadurch kann ich mir eigentlich auch aussuchen, frei aussuchen, wo ich hinkomme. Die Situation verändert sich nicht für mich. Die bleibt immer so, wie sie ist. Und dann kann ich das auch zu meinem Vorteil ausnutzen und sagen, ja, dann ist halt die Welt mein Zuhause. Ja. Aber das hat Jahre gedauert, bis sich dieses Mindset bei mir entwickelt hat. Ja. Ja. Alle einen Applaus für ihn. Ja. Ich glaube, du hast noch eine Frage, richtig? Ich habe die Frage, und zwar geht es um das Schulsystem in Südkorea. Würdet ihr eventuell die deutsche Gelassenheit, was Leistungsdruck angeht, nach Korea transportieren? Was Leistungsdruck angeht, nach Deutschland transportieren? Nach Korea. Ach, nach Korea? Nach Korea? Genau, ich meine, dass in Deutschland der Leistungsdruck nicht so hoch ist wie in Korea. Ja. Und wäre das auch eine der Sachen, die ihr von Deutschland nach Korea transportieren würdet? Definitiv. Ja. In dem Zusammenhang habe ich eine kleine Story zu erzählen. Und zwar habe ich in der Folge Materialistische Schweine, habe ich mal gesagt, wenn ich ein Kind jetzt in Korea hätte, würde ich es nicht in einen Hagwon schicken, weil in 20 Jahren, wenn das Kind erwachsen ist, ist das ganze System sowieso auseinandergebrochen und das Kind wird auf jeden Fall eine Arbeit kriegen. Wir haben eine E-Mail bekommen, er sagte, dass er lange mit dem Gedanken gespielt hat, ein Kind nicht in ein Hagwon zu schicken, in eine Nachmittagsschule zu schicken, und hat dann unsere Folge gesehen und hat sich dann entschlossen, es wirklich nicht zu tun. Was ich total krass finde, weil dass das wirklich so einen Impact hat, ist oberkrass. Ja, wir reden einfach, wir labern einfach drauf los, und dann hat es aber tatsächlich einen Impact gehabt auf ihn. Er hat gemerkt, dass viele andere Kinder, viele andere Eltern das auch nicht tun, und die haben jetzt mittlerweile eine kleine Gruppe, treffen sich nachmittags und gehen zum Spielplatz und lassen die Kinder spielen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung in Korea. So, wie viele Fragen noch? Thematisch was ganz anderes, aber mit Festivalbezug. Welchen koreanischen Film habt ihr zuletzt gesehen und wie hat er euch gefallen? Also, fairerweise, wir hatten keine Zeit, hier bei Project K einen Film zu schauen, leider Gottes. Mein letzter koreanischer Film war, oh mein Gott. Okay, wenn er jetzt keine Filmempfehlung hat, habe ich eine Filmempfehlung. Ja, und zwar hatten wir in Korea einen Podcast. Ja. Und zwar der Kyun Ho, der ist Scriptwriter für K-Movie. Und der hat einen Film geschrieben, The Last Princess heißt er, mit Song Ye-jin, und ist er gespielt. Der hat, glaube ich, auch ein paar Preise abgesandt auf jeden Fall. Der war bei uns im Podcast, hat den Film wärmstens empfohlen und den empfehle ich jetzt einfach euch allen. Ah, siehst du, gibt einen Thumbs Up. Das heißt, hast du ihn gesehen? Okay. Ah, okay. Findest du ihn gut? Okay, siehst du, sehr gut. Selbst er empfiehlt ihn. Ja, dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes weiter zu sagen als... Warte. Oh. Weißt du, was ich... Weißt du, soll ich noch was sagen? Ja, so. Ja, sag mal. Ja. Also eigentlich ist ja so Podcast, wir gucken uns eigentlich die ganze Zeit nur gegenseitig an, ja, und wir reden eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es voll krass, dass ich heute mit dir hier auf der Bühne bin. Mhm. Weil das ist unser erster Live-Podcast. Und hättest du das vor einem Jahr überhaupt erträumen lassen? Ich finde es voll nie, krass. Nie. Ich finde es auch voll krass, dass wir wirklich ein paar Leute haben, die uns zuhören. Ja, wir haben wirklich Leute, die sich interessieren. Ich hab echt erwartet, dass wir nur die erste Reihe an Leute haben eigentlich. Nee, also echt Wahnsinn. Also die Reise seit Mitte Dezember bis hierhin, oh, ist schon irgendwie unglaublich, ne? Ja, und soll ich mal was sagen? Ich habe eine Frage eigentlich an das Publikum. Ja, hau raus. Wie sollen wir denn die Folge heute nennen? Oh, wie nennen wir heute die Folge? Ja, ich find's voll cool. Hast du eine gute Idee? Du hast kein Mikrofon mehr, dann schrei mal bitte. Das erste Live-Podcast. Hey.
Das erste Live-Podcast, gibt Applaus! Das nehmen wir. Sehr gut. Ey, da bleibt uns nichts anderes übrig als... Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein. Hat wirklich wieder Spaß gemacht, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja alle, was wir am Ende machen, wir klappen ja. Wollen wir auf drei alle gemeinsam einmal klappen? Eins, zwei... Jawohl. Ein fettes Dankeschön an das Team, an die Technik da oben. Vielen Dank, hat alles super reibungslos funktioniert. Und an Ariane. Danke. Vielen Dank auch an Chiara und Anne-Maria. Das war von vornherein war das super smooth, die Kommunikation super unkompliziert. Das hat alles wirklich reibungslos funktioniert und hat natürlich uns auch in die Karten gespielt, dass wir hier unseren ersten Auftritt hatten. Ne? Ja, und ey, weißt du was? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir zwar cool uns jetzt hier verabschiedet haben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht so richtig Danke an euch gesagt haben, die heute anwesend waren bei unserem ersten Live-Podcast. Und deswegen macht mal Lärm für euch! Danke sehr. Das könnt ihr besser, macht mal Lärm für euch! Yeah. Dankeschön.